Das war ja mal super. Weil ich nicht gefunden habe den Weg dahin. Ja, ich das richtig satt gewesen sein. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Produktvorschläge. Also diesen Scheiß hier verkaufe ich mal. Cis konnte man, glaube ich, auf Coruscant irgendwie mit so einer Beraterin zusammenkommen. Konnte man das? Ja, genau. Huch. Schmerzstillender Extrakt. Biochemische Probe 8 Grades. Braucht man das? Keine Ahnung. Sie sind einsatzbereit. So, sortieren wir mal nach Wert. Alles nehmen. Nochmal nach Wert. Ja. Man kann einen Gegenstand rekonstruieren. Interessant. Das gibt kleinen Einflussgewinn beim Corso. Das hier gibt auch. Hier, Corso, nimm. Machen wir mal da. Danke. Ja. Wisst ihr eigentlich, wann der Herbstsale anfängt bei Steam? Ich gebe dem Corso gerade Geschenke. Der ist immer so motiviert. Danke. Danke. Nö. Das ist mir nur zu teuer, deswegen kann ich das nicht machen. Ihr habt das Potenzial, ein großer Kämpfer des Ordens zu sein, sagt der Typ gerade bei DK. Ja. Oma-Stimme. Ich wollte schon sagen, dass das zu dir gesagt wird. Nein. Das wäre ein bisschen komisch für einen Schmuggler. Was hat der für eine Oma-Stimme? Ja, der hat gesagt, das geht so und so. Und ich muss hier irgendwas tun. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ein Mann, das ist ja noch viel ängstigender. Und sieht der alt aus oder ist der eher jung? Wenn er jung alt wäre. Aus, er sieht alt aus, hat aber braune Haare. Braune Haare. Und hat aber ziemlich feige Haut dafür. Sieht auf jeden Fall nicht alt genug aus, um so eine Stimme zu haben. Was der Torso hier eigentlich für so Elektroschocker an den Armen? Hat er sich ja einfach Blitzdinger gemacht. So, wo geht's denn jetzt wirklich lang? Ich muss diesen Ort finden. Aha. Was erzählt der für eine Scheiße? Darum kümmere ich mich, ich habe keine Lust. So, lässt du einfach für dich kämpfen. Ja, der Corsair ist nichts für nichts anderes zu gebrauchen, insofern. Ich dachte, er wäre dein menschliches Schutzschild. Ja, das ist er ja auch. Und warum? Und kämpfen muss er gleichzeitig auch noch. Also muss er eigentlich alles machen. Wie komme ich da runter? Wundervoll. Das habe ich letztes Mal schon probiert, da bin ich gestorben. Nicht ausrutschen. Danke.
Also hier ist falsch, glaube ich. Ich muss da rüber kommen irgendwie. Aber wie komme ich da rüber? Mann, diesen Eingang dazu, diesen Tal zu finden, ist das Schwerste. Ich habe, kann eine Quest abgeben. Ja. Yeah. Obwohl ich gerade keine aktive Quest habe. Außer die Hauptmission. Ja, Quests abgeben kannst du auch machen, wenn... Du kannst die Quests eigentlich auch machen, glaube ich. Wenn sie nicht aktiv sind, dann... Ja, kann man. Wenn die nur nicht angezeigt an der ich Seite. Ich habe alle Quests gekündigt. Was? Dann nicht. Warum kündigst du Quests? Weil ich sonst lange hier auch bleiben würde. Ach, hier geht es rein. Das muss man mal finden. So ein kleines Türlein. Warum nimmst du sie dann überhaupt an? Ich hab sie nicht an, weil ich noch welche gemacht habe. Ich hab alle abgegeben, ich hab trotzdem eine abgegeben. So. Moment, du hast sie alle gemacht und ich möchte sie nicht abgeben. Hier lang ist falsch, ich muss drüben lang. Corso teleportiert sich erstmal direkt zu mir. Au! So, erstmal da runter. Wo ist denn jetzt dieser Haufen von dem. Wie heißt der Typ? Schädelfresser oder wie war das? Ich setze eindeutig zu viel Zeit in solche Bonus-Missionen rein. Ja, tust du. Aber ich kann sie ja nicht live streamen, weil dann streikt OBS dafür. Weil ich sofort eine Kodierungsüberlastung habe, wenn OBS das aufnehmen soll. Nee, das ist ja da hinten. Da, nicht hier. Da. So. Den ist besser das Knochenhaufen. Ah, da ist er ja. Ich bin gerade der ganz 10 Level unter mir liegt. Wir könnten Arcea manchmal auf Team. Weiß nicht, ob ich meinen Laptop aushält. Was? Verstehe dich nicht. Müsst gehen, meint er. Müsste gehen. Ah. Liefere Schädelfressers Kralle ab. Ist jetzt die Mission. Komm, ganz ehrlich. Da mache ich hier den hier. Wo muss ich den denn abliefern eigentlich? Wäre vielleicht sinnvoll zu wissen. Was macht Ela eigentlich? FIFA. Wie heißt denn die Mission? Ach so, oberflächliche Probleme. Nein. Dann finde ich es nicht. Da nicht. Ach, da! Ja, natürlich, beim Markt an der am Olaris Raumhafen. Einfach nach Olaris. Wo liegt denn Olaris? Olaris liegt auf Taris. Aha. Du kannst dir ein Vermächtnis erstellen. Solltest du vielleicht mal tun. Da kriegst du nämlich Vermächtnispunkte und kannst die dann nutzen. Vermächtnisname? Wie nennst du deine Familie? Was du... Wie erstellt man denn ein Vermächtnis? Über das Vermächtnismenü. Aha. Das war aber früher viel kompliziert. Nee, die Gilde ist kompliziert. Stimmt ja. Ist das schon vergeben? Nie, weil... Es gibt keine vergebenen Vermächtnisse. So. Du kannst...
Der Name kann vergeben. Wie kommst du auf Nival? Nival? Willst du was? Gar nicht wissen und hab ich erst nach langer Zeit rausgefunden. Warte, du hast nach langer Zeit rausgefunden, wie du auf Nival kommst? Mhm. Hä? Du weißt doch, dass bei ihm, was er redet, nichts Sinn ergibt. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ja, dann ist es ja ganz normal. Wie kannst du erst nach langer Zeit herausfinden, einen Namen, Stufe, den du aus, dieses hier ausdenkst? Was muss ich hier machen? Da kannst du dir für Vermächtnis-Level, Ich hab also wahrscheinlich zwei. Wenn bei ihm irgendwas Sinn ergibt, dann ja. Dann ist es komisch. Okay. Du kannst dir dann für Credits so XP-Boosts und sowas kaufen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Depot. Alter, 45.000 XP fast. Schön für dich. Levelaufstieg. Auf? Stufe 27. Alter, schon auf dem dritten Planeten. Ja. Weil ich habe ja auch irgendwo so einen komischen XP-Boost, von dem ich nicht mal weiß, wo der herkommt. Naja, also du machst aber auch jede Quest, ne? Ja. Weil ich habe hier irgendwie, der denkt, ich wäre ein Abonnent, der in einer Ruhezone war oder so. Und jetzt kriege ich mehr XP. Der hat? Ja, offenbar. Ich weiß nicht warum. Verheimlichst du uns etwa was? Nein, ich habe mich selbst gewundert, woran das lag. Oh, dieser Ton, warum schaltet er sich immer auf leise? Ja, wir sollten langsam mal wieder aufhören. Ja, in 3 Minuten hören wir auf. 42. Bergungsdroide, was birgst du denn hier? Was macht der? Ich hoffe, der bringt das Ganze da nicht zum Einstürzen, dieses riesige... Kann ich mal sehen, was er macht? Vielleicht stürzt hier ganz Taris ein. Was machst du denn? Der bohrt mit seinem Laserbohrer. Ah. Wieder Aufbaubemühungen. Was ist denn das? Diese Quest. Kann mir keiner erklären. Ich muss auf jeden Fall in ein Haus rein. Hallo, du da. Das hier ist doch, gehört doch alles, was so gekennzeichnet ist, gehört doch zur Kaupfest, oder? Manchmal. Ich habe hier irgendwie 4 davon. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich gibt es nur eine Hauptquest. Ja, der labert scheiße. Gespräch beginnen. Entschuldigung, hat irgendwer verstanden, was der Botschafter-Droide sagt? Ist mir egal, wie euer Plan lautet. Nö. Wir bleiben nicht hier und lassen uns fressen. Du hörst tatsächlich meine Dekars Ton. Und ich verschwinden. Punkt. Ja. Dann hören die Wenn Leute ihr die Arbeit auf. Nicht fortführen wollt, die ihr für die Republik tun sollt, kann ich euch nicht aufhalten. Aber ihr verschwindet nicht. Es wurde gerade eine 6-monatige Quarantäne verhängt. Jeder, der versucht, ohne Autorisierung zu verschwinden, fällt darunter. Und werden die Zuschauer jetzt alles hören, dann fragt sich doch, versteht man irgendjemanden noch? Zu Tode langweilen oder uns helfen, etwas nie Dagewesenes zu erreichen. Ihr habt die Wahl. Wenn die nicht mehr bezahlt werden, bekomme ich dann ihren Anteil? Hey, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich weiß, ihr werdet die richtige Entscheidung treffen, Hal. Kommt wieder, wenn es soweit ist. Ja. Ja, was willst du? Leider blüht nicht jeder im Angesicht einer Herausforderung auf. Aufklärungsteams berichten bereits jetzt von geringeren Rakgul-Populationen. Ach so. Die meisten unserer Arbeiterteams bereiten sich auf den Einsatz vor. Wir können das Projekt endlich fortsetzen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was ihr aus diesem Ort macht. Ja. Meine Ahnen nannten Taris einst ihre Heimat. Dank euch tun Millionen von Leuten dies vielleicht eines Tages ebenso. Passt auf euch auf und bleibt in Verbindung. Ja, das werde ich tun. Oh, so, erstmal XP an im Alter. Wie viel XP wir dadurch kriegen?
Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Ja, ich bin jetzt schon wieder fast bei der Hälfte zum nächsten Level. Ja, XP ist einfach nichts mehr wert. Das war früher total schwer, da musste ich mich durch PvP-Turniere die ganze Zeit hochleveln. Guten alten Zeiten. Ja. Und heute auf dem dritten Planeten Level 27. Ja. Aber ich bin, als ich auf Taras drauf kam, wurde ich schon zurückgestuft. Ja. Na klar. Ja gut, ich würde sagen, an der Stelle, wir haben 3 Folgen jetzt aufgenommen. Das sollte, denke ich, reichen. Deswegen sage ich Physikowski, ciao. Physikowski, ciao. Ja. Ciao.